Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier von der Erlengrad auf meinem Kanal. Und was haben wir gemacht in der Zwischenzeit? Wie ihr seht, pH-Wert perfekt, Stickstoff perfekt, das gilt hier für alle Felder. Und ich habe allerdings unsere kleine Hotschefiedel da so ein bisschen modifiziert. Ich hab da mal was geändert. Ich bin da einfach mal reingegangen. Und zwar, müsste mal gerade gucken, ich glaube, ich habe den richtigen Mod drin. Ich hatte den eben nicht korrekt aktiv. Genau, ihr seht schon, wenn ihr euch, Entschuldigung, vergangene Folgen anguckt, dass der Radius wesentlich kleiner gewesen ist. Und genau den habe ich manipuliert in der XML-Datei. Ihr seht schon, dass der jetzt wesentlich größer ist. Aber da wir hier alles erledigt haben, ist das Thema erstmal durch. Ich glaube, Unkraut habe ich abgeschaltet. Das ist auch der Grund, warum diese Felder hier zwar alle soweit perfekt sind, aber das Unkraut, was gewachsen ist und ich übersprüht habe, da immer noch rumsteht. So. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen auf jeden Fall was machen. Wir müssen ein bisschen mogeln. Und zwar hatte ich den Server die ganze Zeit überlaufen. Aber dummerweise, weil ich an diesem Mod hier rum manipuliert habe, vergessen den wieder zu aktivieren. Das ist der Grund, warum ich mich jetzt wieder zurücksetzen musste. Wir waren eigentlich schon bei Anfang Sommer. Donnerwetter. Aber ich bin froh, dass Wochenende ist. Wir haben Freitagnachmittag. Wir haben Feierabend. Wir haben 15.54 Uhr. Und um 16 Uhr... Nee, um 15.30 Uhr war Schluss. Genau. 16 Uhr habe ich Feierabend und um 15.54 Uhr nehme ich hier schon auf. Gell, alles klar, Leute. Das muss ja aber, ne? Hör mal. So, wir wollen uns mal als Administrator einloggen. Hätte ich auch schon längst machen können. Ich habe mich vertippt. Wetten, sag ich doch. So, jetzt aber. So, jetzt will ich ein bisschen mogeln. Weil wir kommen hier so natürlich nicht voran. Das ganze Zeugs hier, das ist gewachsen. Ja, also, wenn wir jetzt gucken, die ganzen Felder, ne? Hier auch perfekt. Das heißt, im Grunde genommen, wir brauchen keine drei Düngestufen mehr. Wir fahren einmal rüber und dann ist fertig. So, pass auf. Auf 480. Genau. Vor allen Dingen, mal Folgendes. Guckt euch diesen krassen Scheiß da gleich mal an, wenn das dunkel wird. Wir haben jetzt ja erst 11 Uhr und? Da fährt der Skilift. Und ja. Ich gebe einigen Leuten recht, auch den Rainer, meinem Teamleiter hier von Chaos Farming. Das, was hier in der Mitte ist, ist reichlich platt. Auch die Stadt ist reichlich platt. Da hat man es sich wirklich sehr, sehr einfach gemacht, diese ganzen Sachen hinzubauen. Wenn man so eine Berglandschaft hat, behaupte ich einfach mal, ist normalerweise gar nichts platt. Das hier ist ja wie so eine Suppenschüssel, ne? Da wäre es wirklich schöner gewesen, man wäre dahergegangen und hätte gesagt, okay, da machen wir die Stadt auch mal so berghoch. Ich erinnere mich an einen Heimatort von mir. Lübbecke, vielleicht kennt das jemand im Kreis mit Lübbecke. Lübbecke. Da hast du in der Innenstadt auch, die ist relativ flach am Rande des Wiengebirges, aber da, wo es ans Wiengebirge rangeht, da hast du teilweise Steigungen und da sind die Häuser auch entsprechend gebaut. Und das ist das, was hier eigentlich fehlt. Dem ist man hier aus dem Weg gegangen. Guck mal, sieht das geil aus da oben? Oder auch hier? Oder hier? Da hinten? Es hört sich an wie eine Armee Ameisen, wenn der läuft. Ehrlich. Unglaublich. Ich meine, das sind schon so Sachen, da muss ich sagen, ja, das sieht schön aus. Aber da kommen wir nie hin, glaube ich.
Hallo. Sissi. Franzl. Ja, meine Mutter steht auf Sissi, aber... Nee. Ich meine, das sieht schon mega aus, ne? Das muss man mal so sagen. Und auch da oben so dieses... Irgendwas dunkler. Dieses Wolkenziehen da. Samuel, was? Samuel Egger? Wer ist das denn? Warum stehen wir auf Samuels Feld? Wurscht. Wir lassen das jetzt mal so laufen. Und zwar bis Anfang Sommer. Da war ich grundsätzlich auch schon mal. Eventuell können wir mal zum... Hafen laufen und unser Auto dann mal langsam wegholen. Mein Gott, man könnte meinen, ich bin besoffen, ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ne? So, wo ist die Karre? Da. Steht hier immer noch hier rum. Kann ich mal nach Hause fahren. Ich lasse die Zeit mal so laufen, dass wir auf den Sommer kommen. Vor allen Dingen, hier, ganz ehrlich, hier könnten noch wesentlich mehr Boote hin, oder? Auch so größere Segelschiffe. Oder Segeljachten, sagen wir mal so. Wenn ich mir den Dümmer See angucke, vielleicht kennt ihn auch jemand. Selbst da liegen ja schon größere Pötte. Also der Yachthafen könnte etwas großzügiger sein. Vielleicht noch ein Tretbootverleih oder sowas. Das wäre doch mal mega. So, wir holen jetzt erstmal unser Auto. Ich mag diesen VW, der fährt wirklich gut. So, überholen. Jawohl. Und ich glaube, hier sind wir falsch. Hier kommen wir nämlich. Genau, hier kommen wir nämlich nicht mehr weiter. Mist. Ganz ehrlich, Giants, macht aus dem Ding eine Vierfachkarte. Wenn man. Warte mal, kann man das sehen? Doch, normalerweise kann man das sehen. Genau. Wie groß nochmal eine Vierfachkarte ist oder 16-fach. So, da ist der Viehhändler. Wir fahren dann demnach hier rein. Wir wollen ja nach Hause. Es wird schon wieder dunkel. Machen mal Licht an hier. Jetzt sind wir, alter Schwede, jetzt sind wir schon wieder an diesem blöden Hafen. Das kann ja wohl nicht angehen. Hört mein Lenkrad im Hintergrund. Übrigens an der Stelle, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft auch gerne meinem Twitch-Kanal folgen. Ich denke mal, dass ich da jetzt über Weihnachten mal so ein paar Streams machen werde. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Ich habe auch sehr viel frei. Wo bin ich hier überhaupt? Ich fahre jetzt hier rein. Hier aus finde ich vielleicht nach Hause. Drei und vier sind doch schon meine Felder. Was soll der Geiz denn? So, da ist unsere Halle. So schwer war das doch nicht. Übrigens, Windows, lecker Update gemacht, ne? Aber wir wollen nicht hier hin, wir wollen nach oben. So, Mitte Frühling. Dadurch, dass ich den Mod gelöscht hatte zwischendurch, musste ich das alles schön neu hier wieder reinkopieren. Nein, ich hab mich wieder zurückgesetzt, komplett mit dem Save Game. Ansonsten hatten wir tatsächlich schon 98 Stunden auf diesem Save Game. Und wo ist eigentlich mein Wohnhaus? Und warum fahre ich da nicht hin? Unglaublich. Ich bin unglaublich, ehrlich. So, mein Freund. Moment mal, ist da hinten eine Garage? Kann ich da vielleicht besser parken? Ist eigentlich Terrasse, oder? Hört ihr das? Das finde ich geil. Es scheint Sonntag zu sein. Ich muss zur Kirche, hier in Gottesdienst.
schweigt sie schon wieder. Also wirklich so, dass hier die Kirchenglocken läuten? Oh, ist das geil. Guck mal. Halleluja. Gott lobe den Herrn. Ach nee, Gott ist ja der Herr. Und berühre mich nicht in der Unterführung. Kommt noch mehr. Aber ganz ehrlich, solche Kirchenfenster mit Äpfel und Birnen? Die Orgel ist verstummt. Gottesdienst zu hören. Wir genauso. Gleich sind wir hier im Sommer. Ah, Scheiße. Ich sehe gerade was. Alt und S. Warte mal. Alt S. Seasons. Ich habe das. Warum steht das immer noch auf 9 Tage? Escape. So. Später Frühling 05, 06. Da müssen wir nochmal durch, Leute. Hilft alle nix. Ist eigentlich eine elende Spulerei diesmal, ne? Oder? Wir haben nichts Produktives geschafft in dieser Folge. Ganz ehrlich. Wo ist denn jetzt mein Zuhause? Da. Aber vielleicht hat es euch trotzdem Spaß gemacht. Wer weiß das schon. Es gibt ja solche Fetische, die sowas mögen. So, pass auf. Also wir müssen jetzt mindestens auf Anfang Sommer. Wir können ja im Moment nichts machen. Wir haben ja soweit alles perfekt. Wir können hier unseren komischen Düngerstreuer mal zurückfahren. Obwohl ich den eigentlich verkaufen muss. Den mag ich nicht. Der hat komische Geräusche und... Da möchte ich einen anderen haben. Lizard verkaufen. Weg. Okay. Escape. Können ja mal schauen. Ja, wo ist es denn? Meldtechnik, Tier- und Pflanzenschutz. So. Ich habe keine Ahnung, wo sie dieses hässliche Ding abgeguckt haben. Das ist ein Mod. Warum habe ich hier so einen hässlichen Mod drin? Das ist eine Stara. Die Rubicon, die Horsch. Horsch hat 36 Meter, fast 5000 Liter. 5100 hat 27 Meter. Die hat 48, 5 und die 41. Ganz ehrlich, die hier würde vollkommen reichen, oder? Pflegebereifung können wir so lassen. Universal Passenger, alle Dingens. Komm her, wir kaufen die jetzt hier. So, okay. Escape, Escape. Und wir haben mit Sicherheit schon wieder Nacht, genau. Gucken beim Händler. Was steht da denn noch? Ins Fahrzeug einsteigen. Das ist unser Ding hier? Was ist das überhaupt? Ach so. Ein grober.
So, den hier können wir erstmal verkaufen. Weg. Das ist ein Flug. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Hier, komm. Verkaufen. Weg. Okay. So, und jetzt holen wir... Wollen wir denn die Gruber? Es gibt auch Leute, die sagen Gruber. Das ist nicht so ganz richtig, lieber Rainer. Rübentechnik, Scheibeneggen, Kreiseleggen, Gruber. Da sind sie. Gruber, 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 Gruber. Wenn wir den hier nehmen und... Ja, den müssen wir in Originalfarbe lassen und den kaufen wir. Okay. Dann ist das okay. Dann haben wir den und können natürlich schnell arbeiten. Können wir mit diesem Ding allerdings nicht nach Hause ziehen. Macht aber nichts. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, ne, auf den Tacho, dann sehe ich, dass wir schon wieder am Ende der Folge angekommen sind. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir hier Anfang Sommer haben. Dann gucken wir, wie wir weitermachen. Dann wird irgendwann mal die Maisernte beginnen, beziehungsweise das Zeug wird auch irgendwann mal wachsen. Die haben mich schon wieder maßlos überzogen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut. Tschüssi.